Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast, Julio. Wir sehen uns um im Seti, nachdem wir ausführlichst mit dem Doktor sowieso gesprochen haben. So ein Schaukasten. Faszinierend. Faszinierend. Krass. Also nicht ganz in jedem. Vielleicht eine Supernova. Ja. Okay, das ist ja hochinteressant. Hier gibt es jede Menge Sachen. Das sind ja Konstellationen, Kiki. Ach so, ja, dann meinetwegen die auch Konstellationen. Faszinierende Konstellationen. Aha. Ja, hier die, die. Aha, okay, also hier ist die Tür. Parabolspiegel. In dem Ding werden die Signale gebündelt, nehme ich an. Beeindruckend. Beeindruckend. Ja, die Pause muss sein. Ja. Damit man das assimilieren kann. Das ist ja so überwältigend. Genau. Hier stehen ein paar Hintergrundinformationen zum City. Das Institut besteht aus der Lauschanlage, dem Ausstellungsgebäude und dem Observatorium für Kinder. Mhm. Dann werden Kinder beobachtet. Ja, genau. Ich werde Kinderobservatorium. Kinder observieren. Das observieren. Aha, Señorita. Ja, diesmal ist sie ganz allein. Wo sind wir denn? Sind wir in Puerto Rico oder was sind wir denn? Ich glaube schon. Okay. Stahltür. Ja, Stahltür. Hallo. Ja, sie fühlt sich wahrscheinlich sehr sicher, wenn wir so ein unbekannter Mann auf sie zurennen. Einer vermutlich liegt dahinter ein Schaltraum für die Parabolanlage. Ah. Hier steht Zutritt verboten. Ja. Parabolschüssel. Die ist ja schon recht groß. Wir müssen immer reden, weil die Schüssel hat gut und gerne 350 Meter Durchmesser. Damit hört man alles. Alles. Aber das gibt's wohl wirklich, oder? Ja. Ja. Wollte ich doch sagen. Ja, hübsch. Eine gute Schätzung. Ja. Ich glaube, das hat mehr oder weniger 273,50 Quadratmeter. Grob geschätzt. Ja, so wie mal da. Observatorium. Dann gehen wir doch mal ein paar Kinder observieren. Das ist aber egal. Ah, Souvenir. Alienpuppen. Die sind auch viel größer als wir. Wow. Hier. Lebensgroße Alienpuppen. Ja. Guck mal, da ist doch ein Morpheus. Ja, genau. Verfolgt er uns? Fotoautomat. Take your photo now. Ein Fotoautomat aus den 20ern, würde ich sagen. Ich weiß noch, mit Patrick habe ich öfter mal Fotos in diesen Dingern gemacht. Patrick ist unser Sohn. Ja, ich glaube schon. Oh no. Wow, was ist das denn? Sehr charmant. Ja, sehr charmant. Oh Mann. Aber wir haben sie. Sehr freundlich. Aber immerhin, da ist sie, die Tasche. Nimm sie. Zack. Das war echt wunderschön. Nett. Ja, das war hier, nimm. Am besten kaufen wir jetzt ein Souvenir bei denen, so als Dankeschön. Dankeschön. Ah, hier. Mal sehen. Er hatte wirklich merkwürdiges Zeug mit. Oh, ein Messer. Nadel und Faden, ein Messer und eine, ich glaube, das ist eine alte Videokamera. Ach, wie süß. Und, kann man sich das auch ansehen? Ach nee, wir brauchen bestimmt, ach, wir hatten bei diesem Alien Attack Club, hatten wir ein Videokabel gesehen. Das brauchen wir bestimmt. Oh, dann müssen wir zurückfliegen. Ja, aber erstmal, was gibt's denn hier? Observatorium! Hinein! Da observiert einer schon von außen. Ja. Oh, so, wir haben Ducken hier. Oh, hallo, junge Frau. Sie sehen so verliebt aus. Ich störe lieber nicht. Also, das ist aber ziemlich nah an dieser Stelle. Sie sehen so verliebt aus. Ich störe lieber nicht. Ich störe lieber nicht. Also hier sind so Koordinaten. Ah. Eine Koordinate. 3, 3. Packt die immer so in der Brust. Genau. Ganz dezent. Virtuelles Teleskop. Watch the universe. Aha, und dann kannst du das hier so eingeben. Of last night. Ich hab's aber wieder vergessen, die Koordinaten. Sternensimulation. Nette Animation. Wenn man zu lange hineinsieht, wird man schwindelig. Ach so. Ha. 9634.
Was passiert dann? Okay, ready. Und dann sieht man das. Das ist ja fantastisch. Und dann kann man sich das ausdrucken. Geil. Boah, das ist richtig cool. Ja, ne? Wenn das wirklich geben würde. Ja. Und was ist, wenn man jetzt irgendwas eingibt? 1, 2, la, 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 Enter. Nix. Oh. Natürlich nicht. Print. Okay. Das war sehr spannend. Ja, nicht wahr? So, dann gehen wir lieber wieder, bevor das hier ausartet. Ah. Ich dachte für eine Sekunde, wir brauchen die alle. Nee, ich glaube nicht. Ist das voll fun? Ja, ich glaube schon. Das ist ein nettes Gefühl. Ist es eh bei nochmal Belästigung. Ja. Ich will nicht stören. Ja, ja. So einen jungen, starken Mann hinten zu haben, das ist cool, oder? Ja. Mhm. Wer sind sie? Wer sind sie überhaupt? Onkel Tom nennen. Hallo. Guck mal. So. Ja, sind wir denn jetzt hier fertig? Ja, wir haben die Tasche. Okay. So. Ja, mehr brauchen wir eigentlich. Bis hierhin und ein Messer zu finden. Ne, Quatsch, um das Video. Um das Video. Ich bin jetzt schon zweimal hier hingeflogen. Deswegen. Ja. Man macht halt so seine Ausflüge, ne? Ja. Hat ihr Chef gesagt. Genau. Dann macht das ja nichts. Ah, das ist so ein Wassertrink, ey. Ach Mensch, Peter jetzt. Peter, wieso? Ah, okay. So. Dr. Price, ich bin's nochmal. Genau. Was haben Sie auf dem Herzen? Hier, Tasche. Ich hätte ein paar Fragen zum SETI. Oh, natürlich, natürlich. Das trifft sich gut. Wieso ist der Souvenirshop geschlossen? Oh, wegen Inventur. Ach. Paul macht gerade Inventur. So. Tut mir sehr leid. In einigen Tagen ist er bestimmt fertig. Und wenn Sie wirklich dringend etwas kaufen möchten, kann ich es Ihnen notfalls besorgen. Nein, ich denke nicht. Okay. Ich wollte nur Sie belästigen. Ja. Ich sehe mich noch ein bisschen um. Vielen Dank erstmal, Doktor. Keine Ursache. Ja, so können wir die erste zeigen. Diese hässliche Engelpuppe vielleicht. Nein. Das Messer, ja. Visitenkarte von Rita? Nein. Okay. Kennt ja nicht. Gegen die Einsamkeit, weißt du? Ja, trink so viel Kaffee. Ja. Na gut, dann gehen wir vielleicht tatsächlich lieber. Na, New York. New York, New York. Ah, da können wir auch fahren. Ja, genau, wir fahren jetzt zurück. Ach so, wo geht doch. Ja. Taxi. Genau. Logisch. Ja, klar. Was gibt es denn hier noch so am Flughafen? Boah, das sind Leute seit 2 Tagen da, ne? Ja, in denselben Klamotten, so wie wir. Ja, wir sehen es nie. Nee, du schon auch. Schon unsere eigenen Geruch entwickelt. Genau. Ah, Terminal C. Boah, die Men in Black sind oben und beobachten uns. Galaxy Defenders! Terminal C, das ist der Abflugbereich für die Cargo-Zeppeline. Oh, da kommt nur Servicepersonal rein. Ja, man läuft viel in diesem Spiel, muss ich sagen. Nochmal falsch. Ich möchte hier ordnungsgemäß die richtige Treppe nehmen. So, Ausgang. Was tun wir denn als nächstes? Ab zum Hackern. Ja, eigentlich eine gute Idee. In my Sidecar. Genau. I sat down in my Sidecar. Okay.
Fragen in der Nachzeit. Achso, vielleicht kann ich auch noch mal die Deborah anrufen. Weil, ne? Okay. Warum nicht? Also, wir haben ja jetzt mehr rausgefunden schon über ihren Ehemann. Hier ist die Voicebox von Deborah Oswald. Ich bin zurzeit offline. Versuchen Sie mich später zu Ja, na gut. Rita? Heißt sie Rita? Die Dame, die hier vor... Hat, so meine ich mit Dame. Ja. Das meine ich also mit Dame. Ja, die Dame. Da weiß sie ja. Gönn jederzeit. Ich habe noch kein Geld. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich unser Problem. Hallo, ich bin's nochmal. Was geht, Mann? Ich muss los, bis später. Ja. Also, Mama, ich hab ja nichts zu sagen. Ich geh jetzt in den Bahn. Ich bin's wieder. Ah, zieh mal an. Unser subversiver Kollege. Na, Komplize, zu welchen Schandtaten kann man dir heute gratulieren? Ich war beim SETI und habe mich da ein wenig umgesehen. Und? Hast du herausgefunden, was dein geheimnisvoller Freund da wollte? Bis jetzt noch nicht. Tja, was für ein Jammer. Was willst du jetzt machen? Ich weiß noch nicht. Ich krieg das schon noch raus. Achso. Da wäre noch was. Okay, danke erstmal. Bis dann. Achso. Na, bis dann. Ich sollte erst mit Cypher reden. Kannst du da die Kamera nutzen? Cypher. Ich bin's wieder. Ah, zieh mal an. Unser subversiver Kollege. Ja, ja. Na, komplett. Achso. Okay, danke erstmal. Bis dann. Na, bis dann. Rätselhafte Codezeilen. Ja, ja, das erinnert mich. Mal nach Hause umziehen. Duschen? Ja, ne? Was kannst du davon? Oder Windeln wechseln. Ich weiß nicht, was dieser braune Ding da ist. Das weiß man wirklich nicht. Vielleicht tragen wir Marketingwindeln. Ja. Was auch immer der trägt. Haben wir auch lange nicht mehr gesprochen. Den flattern wir auch selten. Ja, ne? Bob. Oder der Guru. Vielleicht kann der uns auch was erzählen von seiner ehemaligen Arbeitsstelle. Na, Peter, wie geht's heute? Mann, Sie sehen müde aus. Schlecht geschlafen? Im Flugzeug. Oh, Sie waren verreist. Reichlich kurz. Reichlich anstrengend. Ich war in Puerto Rico. Oh Gott, was zum Teufel wollten Sie denn da? Ich habe das SETI-Institut besucht. Hat der Alien waren Sie jetzt angesteckt? In gewisser Weise vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss man sich Sorgen um Sie machen? Das frage ich mich auch manchmal. Vielleicht ist er spät losgeflogen. Na Peter, wie geht's heute? Mann, Sie sehen schlecht gespannt. Oh, Sie waren... Reichlich anstrengend. Ich war... Oh Gott, was zum Teufel... Ich habe das SETI-Institut. Hat der Alien, waren Sie... In gewisser Weise... Muss man sich Sorgen um... Das frage ich mich auch manchmal. Gut. Okay.
Okay, das war's also schon. Ja, wir gehen nach Hause. Vielleicht kann man ja mit der Nachbarin mal persönlich sprechen. Du hast es heute beim Hotel. Guck mal, Spaßsteig. Ja. Spaß. So viel Spaß. Oh. Und jetzt. Ah. Oh, ich wünsche mir, wir würden in der 40er-Tasche werden. Da hätten wir doppelt so viel Spaß gehabt jetzt. Ja, natürlich. Nein. Ich lasse sie jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Okay, dann gehen wir nach Hause. Computer! Ja. Ey, Mann, du bist echt richtig hardcore, ne? Wollte ich mit der einer flirten, dass sie nicht da ist, dann nimm mir die andere. Achso, nee, keine neue Nachricht. Achso. Ja, dann halt nicht. Der schläft nicht, ne? Ich glaube nicht. Nee, ich meine, wir. Können wir schlafen gehen? Achso. Ich glaube nicht, das wird denn hier schon. Peter, hallihallo! Ich hatte einen tollen Tag. Wie war Ihrer? Ich war unterwegs. Schön. Wo sind Sie gewesen? In Arecibo, beim SETI-Institut. Aha. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe mich umgesehen. Es ist sehr interessant. Was? Was haben Sie sich angesehen? Nun ja, allerhand. Ich habe mich ein wenig umgeschaut. Wie kam Ihnen denn die Idee? Hat es Ihnen jemand empfohlen? Sie fragen mich überhaupt nicht, ob ich mich amüsiert habe. Oh, natürlich. Entschuldigen Sie. Ich bin immer so neugierig und stelle so viele Fragen. Und das Wichtigste vergesse ich. Also, haben Sie sich amüsiert? Hatten Sie gutes Wetter? Haben Sie ein paar Aliens gesehen? Ja, jede Menge Aliens. Aufblasbare allerdings. Ich habe davon gehört, ja. Schön, dass Sie sich ein bisschen ablenken können. Und nicht so viel an die Sache mit Ihrem Nachbarn denken. Ich denke mehr denn je daran. Ich muss wieder los. Bis später. Ja, das war's schon. So, komm, blocken wir uns selber so stark. Ja, wir haben so andere Sorgen, weißt du? Bitte. Ey, es ist hellichter Tag. Ja, wir schlafen nie. Nee. Alto, alter. Also im Flugzeug haben wir geschlafen. Ja, genau, weil es von New York nach Puerto Rico 3 Tage sind. Ja. Nein, nur einer. Ah, jetzt können wir wieder Spaß nach unten. Ja. Vielleicht gehen wir eine Runde durch den Park oder doch zur Arbeit. Im Park ist gut zum Pokémon fangen. Ja. Dann ist ein Pokestop. Genau. Oh mein Gott. Und jetzt nach unten, komm. Genau. Enttäusch mich nicht. Ah, nein. Scheiß Spiel. Hey, da ist kein Park. No. Achso, du möchtest doch tatsächlich. Hast du nicht Park gesagt? Oder wo willst du hin? Ich will dahin, wo es weitergeht. Ja, genau. Aber bevor wir das machen. Oder? Speichern wir doch. Dann speichern wir. Wenn Kiki sagt, speichern, dann speichern. Okay, dann rennen wir kurz in den Park und dann speichern wir. Dann stell ich meine Tasse wieder ab. Weil der rennt noch. Ja. Ja. Ne gut, jetzt kannst du mit Goro sprechen. Ja, okay. So viel Zeit nicht rein. Der ist ja 4 Tage da. Der schreit aber gar nicht mehr. Oh no! Ja. Sonst hätte man den ja schon ein bisschen. Ne? Ah, da ist er doch. Oh, hallo. Ah, ich träne. Der fuchtelt nur noch. Gruselig. Das höre ich mir nicht nochmal an. Achso, na gut, alles klar. Ah. Dann rennen wir wieder raus und. Ja. Da werten wir das Rennen ab. Das ist ja das Highlight. Ja. So wie jetzt. Ja, dann fahren wir einfach. Hier gibt's nichts Neues. Dann fahren wir einfach gleich zur Arbeit. Und gucken, ob der Chef da ist und gemerkt hat, dass sein Flugscheckheft weg ist. Oh mein Gott.
Ja, die Wege sind lang. Ja, wir kriegen alles mit. Ja, so die ganze Atmosphäre. So ja, auch alles. Ja, bald ist mein Kuchen aus dem Ofen weg. So, steig mal mit dich ein. Ja, okay, jetzt noch außer haben wir nicht viel gemacht, außer mit Christine. Aber das ist important. Wir haben erstmal ein bisschen von uns erzählt und dann die Konversation einfach abgebrochen. Genau. Das macht man anders, aber ist egal. Ich würde sagen, wir speichern. Und sehen wir uns in der nächsten Folge.